Hallo, hallo. Ich begrüße dich ganz herzlich zum Spielvertrauen-Podcast, zu dieser Folge zum Thema Selbstfürsorge, Me First. Und ja, mein Name ist Yvonne. Ich bin mit Spielvertrauen unterwegs, spielvertrauen.de, meinem Coaching-Angebot, und ich begleite gerade dich und sonst eben auch andere Menschen dabei, mehr zu sich und ihrer ureigenen Sexualität zu finden. Und ja, vielleicht hast du mitbekommen, dass die letzte Woche ein bisschen anders war im Podcast als gewöhnlich. Und ich möchte auch nochmal Danke sagen an alle, die mir irgendwie eine Nachricht geschickt haben oder eine E-Mail und irgendwie, ja, entweder gefragt haben, was denn gerade eigentlich los ist, warum es so eine andere Folge gab, oder auch gesagt haben, dass das total hilfreich für sie war, was von mir zum Thema Muster unterbrechen und ich sag jetzt mal nicht funktionieren zu hören. Dafür möchte ich an dieser Stelle erstmal Danke sagen. Und ich möchte auch sagen, es geht mir gut, es ist alles in Ordnung. Und gleichzeitig, ja, wie das in jedem Leben ja so ist, gibt es irgendwie auch Einflüsse von außen, aus der Familie zum Beispiel, die auch manchmal schwer sein können und die einen auch fordern. Und ja, genau, in so einer Phase stecke ich gerade, und insgesamt geht es mir aber gut. Und auch heute hört man das vielleicht auch an meiner Stimme, bin ich wieder ganz anders da als letzte Woche. Und ich möchte aber dennoch ja, mit dem Thema von heute noch so ein bisschen anknüpfen eigentlich an das, was ich letzte Woche gesagt habe, beziehungsweise es vertiefen, weil es auch so unfassbar wichtig ist in Bezug auf die Sexualität, das Thema Selbstfürsorge oder dieses Me-First-Prinzip auf dem Schirm zu haben. Und das erlebe ich tatsächlich auch in meiner Arbeit mit Menschen, dass die sagen, dass es oft gar nicht so einfach ist, ja, bei sich zu bleiben in puncto Sexualität. Ich kenne das auch von mir selber, auch aus meinem aktuellen Leben, aber auch aus meiner Vergangenheit dann noch viel mehr, dass das manchmal gar nicht so leicht ist oder sein kann, da wirklich bei sich zu sein und ja, so die eigene Fahne auch hochzuhalten, ja, im besten Sinne, nicht um jemanden zu verletzen oder zu schaden, sondern in allererster Linie um sich selbst wertzuschätzen. Und da möchte ich heute noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Und ja, wenn das für dich irgendwie interessant ist, dieses Thema, solltest du auf jeden Fall mir zuhören. Ja. Und ich finde auch, alleine, dass ich jetzt diese Folge zu diesem Thema mache, hat auch für mich was zu tun mit Selbstfürsorge, weil ich mich natürlich auch, gerade weil alles nicht so leicht ist aktuell, auch viel damit beschäftige, wie kann ich denn auch gut für mich selbst da sein, ja, wie kann ich meinen Akku aufladen, wie kann ich ja meine Energie in einem positiven und guten Bereich halten. Und da fallen einem ja zuerst vielleicht dann auch so Dinge ein, die man dafür tun könnte, ne? Also sowas wie ein Saunatag, eine Badewanne, ein gutes Buch lesen, irgendwie was Gutes essen oder vielleicht Freunde treffen, die einem gut tun. Und ich finde das auch alles super wertvoll, dass solche Dinge zu tun. Manchmal sind die aber sehr groß und brauchen sehr viel Zeit. Und meine Erfahrung ist auch, dass das gar nicht so der Knackpunkt ist. Also es geht gar nicht so sehr darum, wie kann ich mir mit Dingen oder ich sag mal Aktivitäten, die irgendwie was Besonderes sind, was Gutes tun, sondern wie kann ich das irgendwie auf einer viel kleineren und feineren Ebene tun, sodass ich das im Alltag im Grunde total integriert bekomme, total als etwas Selbstverständliches das erleben kann und auch es wie quasi immer so mitläuft und eben nicht nur an dem einen Tag, wenn ich in der Sauna bin oder in der einen Stunde, wo ich in der Badewanne liege oder in der Zeit, wo ich meinetwegen einen Spaziergang durch die Natur mache oder so, sondern wie schaffe ich das eigentlich, dass das immer mit dabei ist. Und ich fand es sehr passend, weil ich war gestern auf einer Veranstaltung, einem Sommercamp von den Glückscoaches, und habe da einen Vortrag gehört, auch zum Thema Selbstfürsorge. Und das hat mich nochmal ja auch wirklich daran erinnert, wie unfassbar wichtig das ist,
wie gut es mir schon gelingt, ja, und wie ich das aber auch lernen durfte. Und das ist jetzt auch so an dich nochmal der kleine liebevolle Hinweis, wenn du so das Gefühl hast, es gelingt dir noch nicht so gut mit deiner Fürsorglichkeit für dich selber. Man kann das lernen, wie man alles im Leben lernen kann, wie man auch Sexualität lernen kann, ja, kann man auch Selbstfürsorge lernen. Und ja, da möchte ich dir heute auch ein bisschen Mut machen, gerne da vielleicht auch einfach dir das zu erlauben, das zu lernen, durch Ausprobieren, durch ja, dich irgendwie auf den Weg machen. Ich fand es eben auch so passend, gestern diesen Vortrag zu hören, weil ja auch gerade ich so ein bisschen gefordert bin, ja, mit dem, was da los ist in meinem Leben. Und es war für mich nochmal wieder eine Erinnerung, wie wichtig das ist, zuallererst wirklich bei mir zu schauen, mir dafür auch die Erlaubnis zu geben. Und dann, nachdem ich mein eigenes Wohlsein, sage ich mal, sichergestellt habe, dann bei anderen zu gucken, wie ich dann vielleicht auch für andere etwas geben kann. Weil, ja, wie gesagt, auch so der eigene volle Akku, ja, auch eine Basis ist dafür, dass Geben für andere überhaupt möglich ist. Ja, okay. Ich möchte dazu zunächst nochmal drei Fragen platzieren, die in dem Zusammenhang auch wichtig sind, finde ich. Auch inspiriert durch den Vortrag gestern. Da waren die Fragen noch ein kleines bisschen anders. Ich möchte dir einfach meine Version gerne auch davon mitgeben, weil ich glaube, sie könnte vielleicht hilfreich sein. Ja. Wie auch ich immer wieder prüfen kann, wie bin ich denn gerade aufgestellt mit meiner Selbstfürsorge und wo sind die Stellschrauben, an denen ich gerade drehen kann. Und dabei helfen auch mir drei Fragen, an die ich gestern nochmal erinnert worden bin. Und ja, ich habe auch eine Antwort auf diese drei Fragen, die verrate ich dir natürlich auch. So, und die erste Frage ist, wie nimmst du wahr, wie es dir gerade geht? Ja, also wenn du jetzt so eine Frage hörst von jemandem, wie geht es dir? Dann sind wir ja alle auch ein bisschen geneigt zu antworten, gut oder passt schon oder ja, ja, läuft. Ja, das sind ja mehr so Automatismen. Und wir können ja aber auch auf so eine Frage versuchen, authentisch zu antworten. Ja, aber dafür müssen wir natürlich auch wissen, wie es uns geht. Und dafür müssen wir das irgendwie wahrnehmen können, um das zu wissen. Ja, und da meine Frage eben an dich, wie nimmst du wahr, wie es dir geht? Wie machst du das? Eine andere Frage dazu ist, wie wichtig nimmst du dich? Wie wichtig nimmst du dich? Ja, und da kannst du jetzt ja auch von dir, in dir, bei dir schon irgendeine Reaktion geben. Ja, wenn du diese Frage hörst mit einer Tendenz, das kann sowas sein wie wichtig, sehr wichtig oder ach nee, ich bin noch gar nicht so wichtig, ich nehme mich auch nicht so wichtig, das wäre ja egoistisch. Ja, also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, ja, darauf zu antworten, auf diese Frage für sich, ganz für sich darauf zu antworten. Und ja, oft hat es natürlich auch was damit zu tun, wie sind wir groß geworden, was haben wir gelernt, ja, wie wichtig durften wir sein von klein auf und wie wichtig dürfen wir vielleicht auch jetzt in dem Umfeld sein oder in dem Leben sein, das wir uns kreiert haben. Ja, und ich finde es aber eine gute Frage, weil sie auch daran erinnern kann, dass wir alle wichtig sind. Wir sind im Grunde der wichtigste Mensch in unserem Leben, ja, jeder für sich. Und das darf auch so sein. Aber dafür braucht es natürlich auch die Erlaubnis. Und es braucht diese Erlaubnis auch gegen oder trotz jedes Unverständnisses von Menschen, die das vielleicht situativ anders sehen. Ja, Menschen, die vielleicht Dinge nicht gut finden, die du tust, aus dem Grund heraus, weil es für dich gerade wichtig ist, das zu tun und ja, damit jemand anderes eben vielleicht nicht bekommt, was er möchte oder sie oder einfach mit etwas nicht gerechnet hätte, Unverständnis auftaucht, Ablehnung vielleicht sogar auch auftaucht. Ja, also wir dürfen uns selber auch wichtig sein, obwohl oder gerade weil oder gerade wenn
andere Menschen das nicht gut finden, was wir tun. Die dritte Frage ist, wie machst du das, dass du dir wichtig bist? Also wie bekommst du das hin, dass du dir jetzt gerade wichtig bist? Ja, zu dem Level, wie es zu dir passt, gerade jetzt in deinem Moment. Und wie kannst du das behalten? Ja, wie bleibst du dir selbst wichtig? Wie machst du das? Und diese Frage so in etwa ist mir gestern gestellt worden und ich glaube, sie ist mir auch so in der Form zum ersten Mal gestellt worden. Und ja, da musste ich auch wirklich so ein bisschen in mich abtauchen. Ja? Wie machst du das? Wie mache ich das? Und ich weiß, ich stelle diese Frage selber oft bei Menschen, wie machen sie bestimmte Dinge? Aber auch in diesem Zusammenhang mit sich selbst wichtig sein, habe ich sie, glaube ich, noch nicht gestellt. Und ich fand es für mich wirklich auch nochmal eine Erkenntnis, weil ich dann gemerkt habe, was ich da geantwortet habe. Ja, so mache ich das. Und durch diese Frage konnte mir das nochmal bewusster werden. Und jetzt habe ich ja auch gesagt, ich verrate dir auch die Antworten, ja, und das will ich auch auf jeden Fall tun. Also die Antwort auf die Frage, wie nimmst du wahr, wie es dir geht? Wie wichtig nimmst du dich? Und wie machst du das, dass du dir wichtig bist? Da ist es bei mir so, dass ich immer wieder über den Tag, manchmal im Abstand von 5 Minuten, manchmal im Abstand von 30 Minuten, manchmal im Abstand von ein paar Stunden, immer wieder selber mit mir einchecke, nach innen horche und das abprüfe. Ja, also wie geht es mir gerade? Auch wie wichtig nehme ich mich gerade? Wie wichtig möchte ich mir selbst gerade sein? Und das gleichzeitig auch die Antwort, wie mache ich das denn, dass ich mir wichtig bin? Ja, jetzt erkläre ich das nochmal ein kleines bisschen. Ja, weil also dieses Abscannen meiner selbst, dieses Einchecken mit mir selbst, mache ich eben zum einen sehr stark mit meinem Körper, dass ich wirklich wahrnehme, wie geht es gerade meinem Körper, aber auch wahrnehme, was habe ich gerade für Gedanken dazu, wie atme ich gerade, was stecken da für Informationen für mich drin. Und daran kann ich dann erkennen, wie es mir gerade geht. Ja, da nutze ich auch manchmal so meine Atmung für, um die in gewisse Körperbereiche zu schicken, tatsächlich ganz aktiv. Vielleicht in den Brustraum oder auch in den Beckenraum, ja, oder auch in die Füße, wenn es um sowas wie Standfestigkeit oder meine eigene Erdung geht. Und prüfe das einfach ab. Ja. Und dadurch, dass ich das sehr häufig mache, sendet mir mein Körper eben auch heute für mich spürbar viel intensiver als früher merkbare Signale. Also es gibt auch Phasen, da muss ich nicht nachfragen und einchecken aktiv, sondern der Körper, mein Körper, sendet mir diese Signale von sich aus und ich kann sie dann auch wahrnehmen und verstehen. Das ist sehr, sehr schön. Und ich kann dann diese Informationen, die ich bekomme, entweder durchs Abscannen oder dadurch, dass der Körper mir das sagt, kann ich als Entscheidungsgrundlage nutzen für, möchte ich jetzt gerade etwas tun, möchte ich etwas nicht tun, möchte ich auch etwas daran ändern, möglicherweise an der Wahrnehmung, wie wichtig ich mich gerade selber nehme. Weil so diese Frage, wie wichtig nehme ich mich selber, würde ich sagen, hat so eine Basis, die ist immer gleich, sehr wichtig. Und dann gibt es aber darin auch Variationen, situativ. Ja, es gibt Situationen, da ist es auch für mich sehr wichtig, dass ich mich selber sehr wichtig nehme. Und es gibt aber auch Situationen, da kann ich auch mich sehr gut mal zurücknehmen. Und mit Sicherheit wirst du das von dir auch kennen, dass das gar nicht immer gleich ist, dass es vielleicht eine gewisse Flexibilität darin gibt. Ja, und das darf ja auch sein. Und ich finde es so hilfreich, auch da wieder zu schauen, geht es mir denn jetzt gerade wichtig damit zum Beispiel, dass ich mich situativ zurücknehme? Oder sendet mein Körper mir eigentlich die Information, damit geht es mir gerade gar nicht gut? Ich brauche eigentlich eine andere Wichtigkeit gerade. Ja. Und dann kann ich auch wieder, ich sag mal, nachjustieren. Ja. Und dieses stetige, immer wieder mit mir selbst einchecken, mit meinem Körper, meinem Geist, meinem Wohlbefinden, sozusagen meinem ganzen Sein, meinem ganzen System, meinem ganzen Wesen in Kontakt zu sein, das macht auch, dass ich mir selber wichtig bin. Das nährt meine Basis an, ich bin mir sehr wichtig. Das schafft einfach ein Vertrauen in mich selbst,
Und ein, ja, es ist alles gut, ich kann das, ich kann mich selbst wichtig nehmen, mein Körper sendet mir diese Signale, ich kann sie auch verstehen, ich kann ihnen folgen, wenn ich möchte. Und ich kann mich aber genauso auch entscheiden, ihnen jetzt situativ vielleicht mal nicht zu folgen, weil ich finde, wirklich authentisch finde, dass gerade etwas anderes als ich wichtiger ist. Ja, das bedeutet aber nicht, dann in dem Moment, dass ich mir selber nicht wichtig bin. Es hat wie so zwei Ebenen. Und da wirklich auch nochmal so ganz klar rauszustellen, für dich jetzt vielleicht auch, es geht ja darum, dass wir Entscheidungen treffen. Ja, Entscheidungen, möchte ich etwas tun oder nicht? Was möchte ich tun? Wie möchte ich leben? Wie möchte ich meinen Alltag gestalten? Aber auch, wie möchte ich beim Sex sein? Ja, möchte ich Sex haben? Welche Art von Sex möchte ich haben? Wie möchte ich berührt werden? Wie möchte ich selber berühren? Möchte ich jetzt Ja oder Nein zu etwas sagen? Und damit wir das alles sehr bewusst entscheiden können, ist es sehr, sehr hilfreich zu wissen, wie geht es uns gerade mit etwas oder mit der Vorstellung von etwas. Was hat das auch mit unserer Fähigkeit zu tun, uns selbst wichtig zu nehmen oder uns möglicherweise situativ zurückzunehmen, ohne uns damit selbst Schaden oder Leid zuzufügen, also im besten Sinne sozusagen auch mal in der Wichtigkeit etwas zurückzustellen, weil wir auch wissen, dass wir danach auch wieder total aufblühen können mit unserer Wichtigkeit und dass alles okay ist und dass wir das auch halten können, dass wir uns selber für einen Moment vielleicht gerade einmal nicht so wichtig nehmen. Genau, und diese Verbindung zur Sexualität, das mit der Selbstfürsorge, das mit dem Me First, das wirklich Wissen, wie geht es mir gerade, was brauche ich gerade, wie wichtig nehme ich mich gerade, das ist eben auch unfassbar wichtig für die Sexualität. Ja, ich habe eben schon gerade kurz gesagt, das Thema, habe ich eigentlich jetzt gerade Lust? Ja, da geht es schon los mit der Frage, wie wichtig nehme ich mich denn? Weil, wenn ich Lust habe, kann ich das wichtig nehmen? Ja, und vielleicht dem nachgehen, auch vielleicht zu schauen, wie kann ich das erreichen, dass ich dieser Lust nachgehen kann, im besten Sinne, wie kann ich auch jemand anderes möglicherweise dafür gewinnen, im Sinne von verführen, zusammen mit mir meiner Lust nachzugehen, im Einvernehmen, wie kann ich aber auch dem Raum geben und das wichtig nehmen, wenn ich gerade keine Lust habe, ja. Sprich, vielleicht keinen Sex haben, obwohl der Partner, die Partnerin gerade möchte, das auch transparent zu machen. Nein, ich habe jetzt keine Lust. Oder aber auch, obwohl ich gerade keine Lust habe, mich ganz bewusst darauf einlassen, mich vielleicht ein Stück weit verführen zu lassen und zu schauen, was passiert. Immer mit der Idee, dass ich ja auch noch wieder neu entscheiden kann, wenn sich wirklich auch gar nichts tut, da auch keine Lust entsteht, sozusagen dann auch immer noch den Weg zu gehen, dass ich Nein sage. Und auch die Art, wie wir Sex haben, ja, ich sag jetzt mal die, welche Stellung, welche Spielweise, welche Vorlieben, ja, was möchte ich denn machen beim Sex? Möchte ich vielleicht überhaupt Penetration haben heute mit dieser Person? Oder möchte ich einfach alle möglichen anderen Dinge machen, aber genau das nicht machen? Möchte ich Analsex haben? Möchte ich einen Blowjob geben oder bekommen oder lecken oder geleckt werden? Ja, also das ist ja, es gibt so viele Entscheidungen zu treffen im Grunde genommen. Manchmal treffen wir sie unbewusst und manchmal merken wir dann aber auch, es tut uns gar nicht gut, ja, das, was wir da gerade machen oder gemacht haben. Und dafür ist es eben so wichtig zu wissen, wie geht es mir gerade, sich selber auch wichtig zu nehmen und dem eigenen Gefühl zu vertrauen. Was ist jetzt für mich in diesem Moment gerade gut und wichtig und stimmig und richtig? Ja, auch beim Thema, wie möchte ich berührt werden? Wie möchte ich selber jemand anderen berühren? Wo möchte ich berühren? Und das alles hat natürlich damit zu tun, Ja zu etwas zu sagen oder auch Nein zu etwas zu sagen. Ja, also ja, ich gehe mit. Ich habe Lust, mich so berühren zu lassen oder dich so zu berühren. Oder nein, ich habe jetzt gerade keine Lust, mich so von dir berühren zu lassen oder dich so zu berühren. Ja, und da wirklich eine bewusste Entscheidung zu treffen, auf Basis dessen, wie es dir gerade geht,
auf Basis dessen, dass du grundsätzlich die wichtigste Person in deinem Leben bist und mit dir auch in Verbindung bist dazu, was du gerade möchtest. Und jetzt zum Ende möchte ich noch ein Bild mitgeben, das habe ich auch gestern das erste Mal gehört, so ein Vergleich, den ich sehr, sehr stimmig finde, der sehr, sehr gut in unsere Zeit passt. Und ich sage kurz vorher noch, warum ich das so wichtig finde. Ja? Weil immer dann, wenn wir Dinge tun, die wir eigentlich nicht wollen, kostet uns das unfassbar viel Energie, Kraft, Lebensqualität, Freude. Andersrum, wenn wir Dinge tun, die wir wollen, für die wir uns bewusst entschieden haben, sie zu tun, kann uns das Energie geben, Kraft geben, uns bereichern, uns Freude schenken. Wir können dabei Freude und Lebendigkeit erleben. Wir haben uns bewusst dafür entschieden. Ja, aber andersrum, Dinge, die wir einfach nicht wollen, kosten normalerweise Energie und manchmal sogar echt richtig, richtig fett Energie. Ja. Und manchmal merken wir das auch erst im Nachhinein. Dadurch, dass wir von irgendwas sehr erschöpft sind, merken wir, dass wir vielleicht etwas getan haben, was wir gerade ursprünglich nicht wollten. Und da geht es jetzt nicht darum, hinterher sich irgendwie zu verurteilen, zu schelten und ne, irgendwie zu sagen, scheiße, jetzt habe ich hier schon wieder nicht hinbekommen, lalala. Darum geht es gar nicht. Es geht mehr darum, das als hilfreiche Situation zu nehmen und als kleine Erinnerung vielleicht, wie wichtig es ist, bei sich zu gucken, zu schauen, wie kann ich denn bewusst das tun, was ich möchte, wozu ich ein Ja habe und was auch meine Energie füllt, was meinen Akku auflädt. Und damit sind wir auch bei diesem Bild oder diesem Vergleich, was ich dir noch zum Ende anbieten möchte. Denn wenn wir jetzt alle mal an unser Telefon, an unser Smartphone, an unser Handy denken, ja, da würden wir nicht zulassen, dass der Akku ausgelutscht ist, total leer ist. Ja, vielleicht kommt das manchmal vor, aber wir wissen immer, wo das Stromkabel ist. Wir sind immer bestrebt, dem Telefon einen vollen Akku zu ermöglichen oder zumindest es nicht leer laufen zu lassen. Ja, weil es uns für uns heute ein wichtiges Kommunikationsmittel und Informationsmittel ist, fast wie so ein kleiner Computer, der immer mit dabei ist. Ja, und da ist es so wichtig, den Akku immer aktiv zu haben, immer gefüllt zu haben, im Sinne von, das Telefon funktioniert gut und ich kann damit noch lange und toll arbeiten. Ja, und bei uns selber nehmen wir das aber in Kauf, teilweise, dass wir unseren Akku echt leer laufen lassen. Und so diese Fürsorge, die vielleicht das Handy bekommt im Sinne von, oh ja, es hat jetzt nur noch 30%, ich stecke es jetzt mal an Strom, die dürfen wir uns auch selbst zukommen lassen. Ja, toll ist natürlich auch, wenn wir uns selbst immer im 80-100% Bereich Akku bewegen würden. Da ist das Handy vielleicht sogar anders. Ja, das hat es vielleicht morgens, vormittags und über den Tag nimmt es auch ein bisschen ab. Aber grundsätzlich ist es eben auch so hilfreich zu wissen, was kann ich denn für mich tun, ja, um meinen Akku voll zu behalten oder auf einem guten Level zu behalten, nicht in den roten Bereich zu kommen, wo ich dann wirklich 3 Wochen Urlaub brauche, um mich irgendwie wieder zu erholen und klarzukommen, sondern was kann ich im Alltag, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute im Grunde genommen tun, um für meinen Akku zu sorgen im besten Sinne. Okay, mein Angebot an dich, immer wieder einchecken mit dir selbst, prüfen, wie geht's dir, wie wichtig nimmst du dich gerade. Und wenn du irgendwie das Gefühl hast, es stimmt etwas nicht, es geht dir gerade nicht gut, du nimmst dich nicht wichtig genug, nachzujustieren, bei dir zu schauen, dich in dem Moment dann auf jeden Fall wichtiger zu nehmen als alles andere, wenn es dir gerade nicht gut geht oder wenn du bemerkst, du bist in deinem momentanen Moment nicht so wichtig, wie du es dir eigentlich sein möchtest. Okay. Ich freue mich, wenn das irgendwie hilfreich für dich war, was ich gerade mit dir geteilt habe. Ich freue mich natürlich auch, wenn du mit mir teilen magst, was vielleicht für dich hilfreich war, was das in dir berührt, wo dir das vielleicht schon sehr gut gelingt, wo du aber auch merkst, da kann ich noch was lernen, ja. Und wir können alle noch was lernen. Auch ich kann was lernen. Vielleicht kann ich auch von dir was lernen, was ich dann wiederum auch noch weitergeben kann an andere Menschen.
Also ich freue mich, wenn du teilen magst, wie du das machst, mit deiner Selbstfürsorge auf dich zu schauen, bei dir zu sein, mit dir gut in Kontakt zu sein. Und wenn du mich das wissen lassen magst, entweder per E-Mail an hallo@spürvertrauen.de oder gerne auch bei Social Media unter dem Post zur Folge. Oder, ja, gibt es noch was? Nee, ich glaube, das war's schon. Guck mal, mein Hirn ist auch jetzt gerade schon. Ja, doch, das war's. Okay. Ich freue mich total, wenn du den Podcast vielleicht auch bewerten magst, die Folge bewerten magst bei iTunes. Auch da kannst du natürlich dein Feedback zu der Folge mit reinschreiben. Finde ich auch super schön. Danke ich dir von Herzen, wenn du das tun magst. Ja, und ansonsten wünsche ich dir, dass es dir gelingen möge mit deiner Selbstfürsorge. Und dass du nicht verzagst, wenn es dir mal nicht gelingt, sondern dich auch dann freundlich anlächelst innerlich und sagst, okay, nächstes Mal wieder. Ich bleib dran. Es ist mir wichtig, für mich selber zu sorgen. Okay. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderbare Zeit, einen heute noch wunderbaren Tag. Viel Liebe zu dir selbst, viel Vertrauen in dich selbst und auch viel Wertschätzung für dich selbst. Und sage bis zum nächsten Mal, wenn du wieder dabei bist. Ich freue mich. Yvonne von Spürvertrauen.